Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian. So, wir starten wieder durch, sammeln als allererstes mal das Geld ein. Da kommt ja mittlerweile schon relativ viel rein. Wie teuer war es hier nochmal zu upgraden? Oh ja, können wir uns knapp nicht leisten. Das heißt, das kriegen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal hin. So, das Training von Waitiki ist abgeschlossen. Gucken wir mal, Strength ist jetzt auf 14, Strength ist auf 15, Ausdauer ist auf 15, Ausdauer ist auf 16. Ich weiß es nicht, ob das eventuell vielleicht sogar schon reicht, um mit ihr jetzt in die nächsthöhere Klasse zu gehen. Lasst uns mal schauen. Irgendwie konnte ich es jetzt gerade nicht mehr antippen. Macht nichts, gehe ich halt nochmal neu rein. Auch kein Problem. So. Also Leute, dann gucken wir doch mal. Sie hat jetzt Strength auf 13. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Level nichts bringt. Ich habe das Gefühl, dass das Level ein Buggy ist. Wir hatten sie doch eben auf 16. Das ist jetzt total strange. Es ist jetzt, ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass wir, dass das jetzt eben erst gelevelt wurde, weil das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Quatsch, weil sie hatte ja vorher auch schon mehr als 13. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist buggy und das Leveln bringt nichts. Ja, in dem Fall, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann können wir natürlich momentan das Spiel tatsächlich, bis das behoben wäre, erstmal ganz vergessen. Denn, was wollen wir dann machen? Dann können wir ja im Endeffekt nur noch auf ein und demselben Level rumeiern. Das ist dann natürlich blöd. Das wäre jetzt auch sehr schade. Also ich hoffe nicht, dass das längere Zeit so bleibt. Quietsch. Ich werde das auf jeden Fall im Anschluss direkt mal an Cavalry melden, das Problem. Dass sie Bescheid wissen darüber. Das ist ja eben der Sinn des Beta-Testens, dass die Entwickler Rückmeldung bekommen zu eventuell auftretenden Fehlern, dass sie da halt auch dann reagieren können. Ja, das funktioniert nämlich hier so nicht. Ja. Also ich schicke sie nochmal ins Training, hätte ich jetzt gesagt, aber ich glaube nicht, dass uns das irgendwie jetzt großartig weiterbringt. So blöd das jetzt gerade auch ist, aber ich fürchte. Ich nehme jetzt mal wieder Distance, weil das trainiert ja die Stärke. Ich werde jetzt aber ganze 8 Stunden direkt simulieren hier das Training. Dann sehen wir das zwar nicht mehr in dieser Folge, aber 3 Minuten Training, was das kürzeste ist, das hätte jetzt nicht wirklich was gebracht. Ja, also wir können natürlich Novice hier noch reiten mit Link. Das funktioniert ja, aber ja, wie gesagt, wirklich weiter bringt uns das jetzt nicht. Blöd. Ja, wie gesagt, ich schreibe das einfach mal an Cavalry. Und vielleicht tut sich da dann relativ zügig was. Ich weiß ja auch nicht, ob denen vielleicht selber das Problem schon aufgefallen ist oder ob es ihnen vielleicht auch schon jemand anderes geschrieben hat, denen das Problem aufgefallen ist. Und sie vielleicht schon dran sitzen, das kann ja auch sein. Oder ob ihnen das dann noch komplett neu ist und sie erstmal gucken müssen, woran es liegen kann und das dann ausbügeln müssen. Und ja, von daher, man kann halt beim Programmieren viele Sachen einfach nicht unbedingt voraussehen. Das ist auch der Grund, warum es so langwierig ist, ein Spiel zu programmieren. Weil oft eine kleine Sache, die sich verändert und augenscheinlich gar nichts mit dem anderen zu tun hat,
dann bei der anderen Sache einen Fehler im Code verursacht und es dann halt nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das ist halt das, was beim Programmieren so tricky ist. Und ich liebe übrigens immer noch dieses Outfit auf dieser Farbe Pferd. Also ich finde das, wow, nach wie vor mega. Mega cool. So, Geld kriegen wir jetzt natürlich dafür auch noch. Das heißt, wir könnten uns theoretisch die Aufwertung des Pferdetransporters leisten. Die Frage ist, im Endeffekt, was bringt's uns? Ich weiß es nicht, ob wir mit Link eventuell auch noch in der nächsthöheren Klasse starten können. Die brächte uns dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Geld, das ist ja klar. Aber da müssten wir halt jedes Mal gucken, dass wir ein entsprechend gutes Pferd haben, was schon Grundwerte hat, die entsprechend hoch sind, dass wir gar nicht mehr trainieren müssen. Aber es ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Quietsch, weil das sind dann auch alles Pferde, die wir am Markt so finden müssen, die optimal sind für uns. Denn wenn ich ein Pferd erstelle, oh, war ja gar nicht der Parcours so. Okay, hat aber funktioniert. Sehr gut, Link. Wenn ich das Pferd erstelle, dann hat es ja nur das Potenzial, Gott, was eiere ich hier durch, dann hat es ja nur das Potenzial, gut zu werden. Ach komm, warum hat das denn jetzt einen Fehler gegeben? Dann hat es ja nur das Potenzial, besser zu werden. Aber, warum gab es jetzt 8 Fehler? Hatten wir schon einen Abwurf? Mir ist gar nicht aufgefallen. Aber die Werte starten ja trotzdem. Es ist ja trotzdem ein untrainiertes Pferd. Es ist ja quasi, wenn wir uns ein Pferd erstellen, ist das Pferd ja quasi roh. Also quasi wie unangeritten oder zumindest komplett unausgebildet. Ach ja, den zweiten hat man gerissen. Und das ist das Problem, was ich da dann dran sehe. Das heißt, erstellen bringt uns nichts. Im Endeffekt, das Einzige, was uns was bringen würde, wäre dann nur, gute Pferde aufzukaufen. So, den würde ich jetzt gerade mit Link nochmal gehen, weil damit war ich jetzt nicht zufrieden, wie der gelaufen ist. Also da muss ich jetzt mal schauen, wie wir das irgendwie hinbekommen. Also ich glaube tatsächlich, solange bis dieses Problem behoben ist, macht es jetzt nicht so unglaublich viel Sinn, großartig weiter zu spielen, weil wir dann halt jede Folge ja noch mehr das Gleiche machen als sowieso schon. Da würde ich vielleicht übergangsweise, bis denn der Fehler behoben ist, nein! Ah, wie ärgerlich. Würde ich vielleicht gucken, dass wir noch ein bisschen mehr das Augenmerk nochmal auf Alicia legen oder ich irgendwas anderes einmal häufiger bringe. Schauen wir einfach mal. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier versuchen will, mit allen Mitteln loszuwerden, das Spiel. Das ist ja Quatsch, weil ich spiele es ja gerne. Ich habe es ja jetzt zuletzt nur reduziert auf eine Folge die Woche, weil ich einfach finde, wir bräuchten mal ein bisschen mehr Abwechslung, bevor es wieder interessant ist, auch zuzuschauen, weil wir eben wieder von vorne anfangen und genau das Gleiche machen, was wir jetzt die ganze Zeit schon gemacht haben. Aber ja, wenn das halt nicht mal mehr wirklich möglich ist, also versteht mich nicht falsch, ich werde das auch weiter unterstützen und die Pferde auch weiter so ein bisschen dann leveln im Off. Aber ich denke, es macht dann eigentlich mehr Sinn, wie gesagt, wenn dann dieser Trainingsbug behoben ist. So. Ich glaube, das Allermeiste können wir jetzt hier auch gerade gar nicht mehr machen. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade gar nicht mehr so viele Pferde zur Auswahl. Wir können mal gucken, ob wir Link vielleicht noch ins Training schicken können. Ja, also er hat noch Energie, aber ach nee, wir können ja nicht trainieren, weil wir... Warte, was? Warum können wir ihn denn nicht trainieren? Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben doch noch einen Platz in der Reithalle. Oder nicht? Nee, haben wir nicht. Ja komm, dann gebe ich jetzt hier mal die 600 aus, um die Reithalle aufzuwerten. Das ist es mir dann schon wert. Wenn ich das nächste Mal den Daily-Bonus einsammle, dann ist trotzdem das Geld auch da für den verbesserten Transporter. So, da würde ich jetzt
würde ich jetzt tatsächlich auch das hier mal nehmen. Denn Springen lässt sich ganz gut auch selbst trainieren. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Woche von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe einfach mal, dass bis zur nächsten Woche vielleicht sogar schon ein Patch gekommen ist, der das Problem behebt. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschö mit Ö.